ja verheiratet, dann wird nichts mehr getan. Als Jüngling, da wollte er dauernd kosen und küssen. Als Ehemann will er nichts mehr davon wissen. Verlangst du dein Recht, dann wird er richtig gemein. Er gibt dir sein Gebiss und sagt, küss dich allein. Heute trägt er sein Geld in die Bars und in die Kneipen. Mein Gott, wenn er will, dann soll er dort bleiben. Ich stelle ihm sein Bett höchst persönlich dorthin. Dann habe ich meine Ruhe. Das ist auch ein Gewinn. Was er alles leistet, damit tut er prahlen. Man könnte ihn eigentlich gar nicht bezahlen. Er schafft sich noch Brot und die Frau hat es leicht. Mach doch mal unsere Arbeit. Lächeln und schweigen. Wir haben es nicht nötig, uns selbst zu loben. Und jetzt könnt ihr lachen und könnt wieder toben. Wir sind zu beneiden, das ist nicht verkehrt. Wir kennen auch unseren wirklichen Wert. Wir Frauen, wir müssen die Männer dressieren, sonst wird aus der Welt noch manches Schlimmes passieren. Und irgendwann fliegt wegen so einem Schuft das Ganze mit einem Bums und mit Krach in die Luft. Drum müssen wir Frauen auch aufmerksam machen, dass all die Männer keinen Unsinn machen. Wir Frauen, wir sind doch, und da habe ich recht, auf Erden natürlich das bessere Geschlecht. Überall
Sale. Dann kommen Sie an den BH-Stand. Dort auch 50% reduziert. Sagt die eine zu der anderen, für das Geld können wir sie nicht hängen lassen. Ein schöner Busen, der gefällt.
deren Reiz, wenn wir liegen, wenn wir sie nur zu fassen kriegen. Weiß unterschiedlich groß geformt, drum ist auch der BH genormt. Von 1 bis 12 ganz kurz und schlicht, so steigen Größe und Gewicht. Ganz ungeeignet ist zum Schmusen die Größe 1 der Mini-Busen. Kein Wunder, dass so schnell ermüdet, wenn so ein flaches Weib behütet. Bescheiden ist auch das Vergnügen, am Busengröße 2 zu liegen. Doch immerhin steht was zu finden, man weiß, wo vorne ist, was hinten. Bei Größe 3 wird schon erträglich, da hat man was. Da wird's beweglich, wenn ein Bikini dich umhüllt, ergibt sich schon ein reizendes Bild. Bei Größe 4 und schlanken Hüften kann sich ein Weib sehr schnell vergiften. Du zappelst mit vergiftem Sinne wie ein Insekt im Netz der Spinne. Welch eine Frau kennt nicht die Trümpfe, steht im BH die Nummer 5. Wie bebt vor Lust die Männerhand, die solch ein Prachtstück hält und spannt. Wenn jemand durft in seinem Leben die Größe 6 ganz hart bewegen, der war vom Schicksal arg betroffen und den ging Glück im hohen Bogen. Ein schöner Busen Größe 7 gibt Anstoß zu besonderen Trieben. Ja, Männer in die kühnsten Träume, die Affen in die höchsten Bäume. Unbeschreiblich ist die Pracht bei einem Busen Größe 8. Wer solches Weibes Gunst errungen, dem ist der große Wurf gelungen. Für den der Puma hat, ist nett. Hier kann er sein Gesicht vergraben und stundenlang der Welten sagen. Bei Größe 10 ist schon beschwerlich, auch ist es nicht mehr ungefährlich. Das Spiel mit Häkchen und mit Ösen wird zu Qual, will man sie lösen. Mit Größe 11 befreit von Hüllen lässt sich ne ganze Bettstadt fühlen. Bekümmert sie den Mann hier ein, dass seine Hände viel zu klein. Bei Größe 12 wird's kolossal, ultra super maximal.
Doch Campingfreunde, hört mal her, ist das Ding auch super schwer. Spart man im Urlaub doch viel Geld, denn der BH ersetzt das Zelt. Katastrophe! Er guckt mich an und sagt,
Weißt du, was wir nicht passen soll? Ich Kleidergröße 38. Ja, und dann? Und dann sagt Brüche etwas an, dass ich stimme. So, nö, da brauchst du dein Spektrum etwas erweitern. Ja, jetzt duscht er aber den Teufel an der Wand vor. Sag ich mal, wenn er jetzt gewandt hat, das Spiel. Und dann kann ich euch sagen, wenn er dann die hochgezogenen Augenbrauen der Frau nicht wichtig deuten, dann verlieren er wertvolle Sekunden zur Flucht. Herr Pastor, ich habe doch nur froh. Was kann ich machen, um ewig zu leben? Sagt Herr Pastor. Gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit? Sie müssen heiraten. Und dann lebe ich länger. Nee, da verschwindet der Wunsch. Wo kommt dann das her? Oh je, das kann ich schon nur sagen. Vom Glühweinstand ist dann kommen. Aber ich war kaum besoffen gewesen. Dann hatte ich nichts anderes zu tun, als zuerst mal die WC-Entensuppe zu fiedern zu machen. Ne? Aber ich sage doch, wenn man mit 30 Jahren verheiratet ist, dann ist es egal, mit wem man verheiratet ist. Du. Ja, auf der Beistuhr. Und in der Uli, da der Schmatze, da hat er unter der Dusche gestanden, besucht wie keiner, und da hat er den Duschkopf im Arm und sagt, also hört doch auf zu heulen. Wenn wir Freude sind im Sandverein im Proben, und da wird ja manchmal das Lied gut, ist ja ziemlich schwer. Damit dem Lappen nichts passiert, oder ich und der Henning ist oft ein Taxi und da fahren wir hin. Wir kommen da hin an und sagt der Taxifahrer, das macht jetzt 15 Euro. Also da, Henning, gehen wir mal noch ein Fünfer rüber. Ich reiche dem Taxifahrer 10 Euro und sagt er, einer kostet doch 15. Habe ich zu dem gesagt, hey, du bist doch 8 mitgefahren. Im Kaufland hast du Zigaretten, Eier, Milch, Brot geholt. Heute haben die überall Überwachungskameras. Hat ich auch schon erzählt, wo bin ich doch im Torgarten mit dem Traktor in die Radaranlage gefahren. Oh, hat das geblitzt? Nee, gescheppert. Vier Wochen bei dem Autofahrer mit. Auto, Traktor, Moped, bleibt alles stehen. Die Idee war von Flensburg. Ja, ja. Aber was ich auch sage, ich war letztens im asiatischen Garten gewesen. Und da ist mir halt aufgefallen, da stehen überall Bäume rum, ne? Und da hatte ich mir so gut. Und da waren überall Namen hingeritzt. Von Liebespaaren. Da habe ich überlegt und habe gedacht, Mensch, wie kann das sein, dass die Männer zum ersten Rendezvous ein Messer mitholen? Rendezvous, das geht ja meistens schief. Irgendwann hier bei der Hochzeit auf, seid ein paar Stur bei der Hochzeit. Von heute an seid ihr Mann und Frau. Hier ist so stimmt. Yes, was war wieder vorher? Dann wäre der ganze Zeremonie sehr übernehmbar. So, und jetzt haben wir noch kurz Zeit, euren Facebook-Status zu ändern. Aber wissen ihr, wann ein Mann richtig verheiratet ist? Erzähl. Ich sage auch, wenn er versteht, was die Frau nicht gesagt hat. Kurz vor Weihnachten habe ich mir jetzt gefragt, so, was wünschst dann du dir vor Weihnachten? Da guckt er mich an und sagt, die Scheidung. So viel Geld wollte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben.
Geld ausgeben. Das ist gut. Nach Weihnachten bin ich mit meinem Saloon CNA gefahren. Und sagt mein, ich würde gern das Glatt im Schaufenster ausprobieren. Guckt der Verkäufer ganz verdattert. Wir hätten auch Umkleidekabine, wenn sie doch, ne? Sag schon mal, im Einkaufen. Ich war im Baumarkt. Da war mir in der Her ganz kopflos hin und her und gemeint richtig durcheinander. Hat nicht nur der Sachen gerührt, immer nur die Leute im Blick. Und stößt dann mit ihnen zusammen, der genauso kopflos rumgelaufen war. Hat sich entschuldigt, tut mir leid, hat auch keine Absicht. Ich suche meine Frau. Die ist 10 Minuten weg, wie vom Erdboden verschwunden. Der andere sagt, du warst halt nicht laden, ich habe meins auch verzottelt. Such mal doch zusammen, und wenn einer was sieht, kann er dem anderen Bescheid sagen. Wie sieht deine Frau aus? Auch so der lange blonde Locken, große Oberweite, sonst eher schlank, eigentlich gut gebaut. Knappe Minirock, weit ausgeschnitten, Sandelcher. Und deine? Auch so der, die findet sich, dann guck mal, suchen deine. Louis Morgen sind wir auch an einem Dessous-Laden vorbei und bei den Achren. Und haben wir da geguckt, wenn jemand kommt da in Sachsen in den Dessous-Laden und sagt: Guten Tag, ich hätte gern ein BH von Edith. Ja, hätte ein Verkäufer. Tut mir leid, wir haben ja BHs für 2 Titten. Solange nichts davon lehrt, geht's mir prima. Übst du doch nicht. Wen denn sonst? Auf der Vater, was du gar nicht so davon. Nein, da, Prost. Ja, Frauen und ihr Mütter, die Schwiermütter. Also ich kann mich noch gut erinnern, Selmholz, wie der Polizist mich gefragt hat, haben Sie denn nicht bemerkt, wie der Kriminelle Ihre Schwiegermutter angegriffen und gemeuchelt hat? Sag ich, klar. Warum haben Sie denn nicht angegriffen? Er wollte ich ja. Aber ich mitglied, er wird allein wieder fertig. Wenn man so mal spazieren geht, da trifft man normalerweise immer ein Vieh. Da ist ein Vieh entgegengekommen, weil ein junger Mann hat gesagt, sie haben 3 Wünsche frei. Aber die müssen so schnell äußern, sonst geht das nicht. Ja, da hat man Art über eine Art seiner. Ist nichts Rechtes im Fall der Zerti. Aber ein bisschen dran denken, alles, was sie sich wünschen, kriegt ihre Schwiegermutter doppelt. Das ist noch schwerer als einer. Ich habe überlegt, als erstes möchte ich Ferrari. Bub hat der Ferrari in der Garage stehen und die Schwiegermutter hat 2. Und ihr zweiter Wunsch? Zweiter Wunsch, ich hätte gern eine große Luxusvilla in Spanien. Bub hat der Villa in Spanien, die Schwiegermutter hat 2. Und als drittes muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Als dritter Wunsch hätte ich gern 38 Grad Villa. Ja, und jetzt hat unsere Tochter hat jetzt Spitzkunden, ne? Dass ich ja was habe, da mit der anderen. Ne? Da kommt sie nicht und sagt: Papa, ich will ein iPhone. Und sie sagt: Ja, ja, wie heißt denn das Zauberwort? Und sagt: Karin. Wer ist Karin? Na, dein Affair saß. Ich dann nur, willst du es mit oder ohne Hülle an? Du hast vom Wald erzählt.
der letzten Häschen gesehen, durch den Wald gehoppelt, zittert ein Viech, so war dort noch nie gesehen. Bist dann du? Ich bin ein Maultier. Maultier? Bei Mama war ein Pferd und der Papa ein Esel. Oh, so ein Häschen. Hoppelt weiter, sieht noch so ein seltsames Viech. Bist dann du? Ich bin ein Wolfshund. Hör auf, ey, mein Papa, meine Mama ist ein Wolf und der Papa ist ein Hund. Sache gibt's, hoppelt weiter, sieht ein ganz merkwürdiges Viech. Wer bist dann du? Ich bin ein Ameisebär. Nö, sagt's, da doch glaub ich jetzt. Ich habe noch nichts von Leichentransport gelesen. Aber bei mir heute Morgen passiert ist, das kann ich Kinder nicht glauben. Ich fahre da mit meinem Motorrad durch den Wald und ich wehe mal auf dem Reh auf die Straße und ich habe diese Ausweiche und habe die Kontrolle verloren und bin voll in die Straße gegraben. Die Rehe kann ich mir gestoßen. Oh, die tut mir rein noch weh. Und paar Kratzer kann ich auch noch kriegen. Naja, ich krabbel da aus dem Graben raus und kennt eine Frau da vorbei mit Cabrio. Und die hat ausgesehen, mit blauem Ohr. Frau die, ob alles okay ist. Und ich soll mich ins Auto setzen, sie wird mich verarzten. Ich sage, naja, ist in Ordnung, aber ich kann meine Frau an Auto da gehen. Sie sagt, oh, ich bin krankgeschwächt, gar kein Problem. Ich soll mich jetzt zur Bahnstelle und jo, ich soll mitfahren. Dann hat die mich mit heimgeholt. Die hat mich verarztet und gemacht. Ja, oh je, meine Frau, ich glaub, die wird das gar nicht gut finden, wenn die das gehört hat. Nur eine Versäumung, haben ein Bierchen getrunken. Sie knöpft die Bluse auf, oh, leck. Oh, meine Frau wird ausflippen. Was sagt die? Sag mal, wo ist denn eigentlich deine Frau? Naja, ich glaube, die liegt auf dem Straßengraben. Ich habe gesehen, dass die hier gar nicht gut geht. Ich sage, was ist da mit dir los, hat er gesagt. Meinst du, in dem Fall, meine Frau, die hat mir nur Auto kaputt gefahren, das ist total schade. Ist deine Frau verletzt, hat er doch gesagt. Da habe ich gesagt, noch nicht, sie hat sich eingesperrt. Ah ja, die Frauen und Autos. Meins ist der letzte Punkt, sagt er. Ich hab dein Lustige gebackt. Sag ich, oh, was ist denn da passiert? Naja, bin ich doch der Auto gebullert dran. Was hast du? Lustige gebackt. Das ist der Moin, wo ich bei Ruhe schlafe. 5 Minuten drin ist da unten in dem Bild eine Politesse da einfach. Strafzettel im Auto geklemmt. Ich raus, weil ich gesagt, jetzt pass mal auf. Ich wollte nur 5 Minuten da drin. Sie ignoriert mich total und will ab. Sie dürfen hier nicht parken. Und wenn Sie die Schnitte probieren, dann wird es Zeit. Ich habe gesagt, dass sie eine blöde Schlampe sei und sich der Knöllchen sonst wo ich stecken sollte. Da wurde die total stinkig und fragte was von Anzeige. Ich habe gesagt, sie werde nur vom Ordnungsamt und könne an anderer Stelle wesentlich mehr verdienen. Da ist sie belastet worden und hat was von Anzeige wegen Beleidigung gesagt und dann ist sie ab. Wo mir auch egal, ich wollte verwutzt werden. Lauter! Sitzen da, sitzen wir, der Staat, die drehen hoch, drehen oben ihre Runde und in dem klappt der Pilot, während dem Flug klappt der zusammen. Oh Leck, was ist da mit dir los? Was ist da los?
keine Regung mehr, nicht mehr. Ich meine, der los tot. Was soll ich denn jetzt machen? Sitze doch am Funkgerät, hält das Funkgerät. Hallo, hallo, ist da jemand? Kann mir jemand helfen? Ich glaube, der Pilot ist tot. Dann hörst du eine Stimme aus dem Mikro. Hier ist die Flugsicherung, was kann ich für Sie tun? Ja, ich glaube, mein Pilot ist tot. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann doch kein Flieger fliegen. Ja, dann bräuchten wir erst einmal einige Angaben von Ihnen. Wir bräuchten die genaue Höhe und Ihre Position. Ja, Höhe und Position. Moment, ich bin 1,65 Meter groß und sitze auf dem rechten Sitz. Ah, okay. Dann sprechen Sie mir jetzt bitte nach. Vater unser. Färbt sich eine Blondine die Haare rot und geht zum Arzt. Sagt sie zum Herr Doktor, egal was ich mache, mir tut's überall weh. Entweder wenn ich mit dem Finger an den Arm fahre, da tut die wie Schwein. An den Bauch halte ich kaum aus, selbst unten am kleinen Zeh. Oleg, ich weiß nicht, was ich kann. Der Doktor sagt, ist doch ganz klar, Sie sind eine Blondine und haben den Finger gebrochen. Wo ist der Penz? Die ganze Zeit von vorne bis hinten verletzt. Der steigt aus, das Mädchen steigt auch aus und er sagt, haben Sie eigentlich eine Führerscheinprüfung gemacht? Ja, die, ja, bestimmt öfter wie Sie. Ja. Anna Blondine beschwert sich bei ihrer besten Freundin. Du, ich sag, ich hab das Gefühl, mein Mann, der betrügt mich. Und ob die Kinder von ihm sind, das wage ich auch zu bezweifeln. Meine Frau kommt bei dem Doktor, auch so schlimm ausgesehen. Grün und Blut überall. Der Backentick, Fizien an der Schläfe, Platzwunde. Der Doktor fragt, wie ist denn das dort passiert? Außerdem, meiner war beim Schweizer und immer wenn er dann voll hinkommt, glaubt er mich. Der Doktor hat sie genäht, der genäht er kurz, passen Sie auf, da habe ich eine Dose mit Pulver. Da wollen sie mit hin. Wenn der Mann hinkommt, wenn er schon mit dem Schweizer geht, ein Glas Wasser, ein Löffel Pulver, gut rühren. Wenn der hinkommt, sofort das Glas holen und wenn sie hören, dann macht die Tür auf, Kurier. Frau Buchenhahn, komischer Tipp. Ja, probiert es mal. Er sagt, denken Sie daran, ganz wichtig, sobald Sie den Schlüssel im Schloss hören, der hinkommt, sofort Kurier. Mindestens eine halbe Stunde. In 14 Tagen kommen Sie, ziehen wir die Fäden, dann höre ich mir das an. In 14 Tagen kommt die, blühendes Leben. Makellose Haut, der zieht die Fäden an. Ja, sagt sie, klasse, hätte ich nicht erwartet. Also, super, was ist denn das für Pulver? Sagt der Doktor, Pulver ist egal, Maulhallen zählt. Ich kann nicht lachen, ich bin immer so eins. Ich wäre so gern der fröhliche, rheinische Frohnatur. Und du sagst, Doktor, das ist kein Problem, wir können die operieren. Wir haben 20% Fettmasse raus, da sind die Kölner und dann können die Phasen mitmachen, alles bestens. Er ist operiert worden, wir machen das, hat der Chef dort gestanden und hat gesagt,
Ja, tut mir leid, das ist ein kleiner Fehler von mir. Anstatt 20 hat er 80% drin, was er rauskommt. So seid ihr uns wild. Ihr meint das Wort voll gar nicht. Ja, das Riesen. Da habe ich auch was gehört. Die Chinesen sind ja mit dem Coronavirus schon ganz schön gebeutelt. Aber was jetzt noch viel härter kommt, die Ostfriesen haben die Chinesen den Griechen erklärt. Ja. Ja, die haben natürlich jetzt keine E-Mail hingeschickt oder so. Die haben wie früher ein Fax hingeschickt, erklären den Krieg, haben 5 Panzer und 221 Soldaten. Kennt die Antwort von den Chinesen? Natürlich Ahmed Fax. Erklärung angenommen, haben 18.000 Panzer und 5 Millionen Soldaten. Was haben die Ostfriesen zu tun? Die schreiben zurück, nehmen Kriegserklärung zurück, haben nicht genug Betten für die Kriegsgefangenen. Hat sie mir immer auf und mal anhängen. Petrus macht das Tor auf, guckt raus, stehen da 100 mit die Mittelalteren. Sag, was haben denn ihr noch von drei? Wir stellen doch mal schön auf, dass da der Gott nicht noch rumgeht. Die Männer, die auf ihr Frauen heuchen, noch rechts. Und die Männer, die richtigen Männer sind, noch links. Jetzt mache ich hier zu einer Viertelstunde, komme ich noch mal raus, dann gucke ich mir das Tor an. Dauert eine Zeit lang. Komm da raus. Stehen so schön und innen rein, einmal frei. Auf der rechten Seite stehen 99 Männer, die machen, was ihr Frau seid, und links schon den Enzian. Der richtige Kerl. Wenn er bei denen sagt, ey, du bist noch ein richtiger Mann, sag, warum stehst du eigentlich so? Sag, das weiß ich auch nicht. Meine Frau hat gesagt, ich soll mich da hinstellen. Zum einer sagen, von Kindern wird man nichts lernen. Letzt in der Schule wird im Lehrplan Sexualkunde gestanden. Wenn ich bei den Kindern erinnere und sage, pass auf, man hat über den Menschen geschwätzt, wir wissen, da gibt es zwei Sorte Menschen. Ja, ja, sagen wir junge Kinder. Schwanz interessieren. Also mit der zwei Sorten ist das so, da meldet sich das blaue Mädchen aus der Stadt. Das kann man mit einer Zahl erklären. Die Kinder sind umgedreht. Wann liegen? Das kann man mit einer Zahl erklären. Was von Zahl? 2, 1, 8, 5, 9, 3. Die Kinder tuschen, was ist das? Ich sage, pass auf, da muss ich jetzt erklären. Einsatz, das ist ganz einfach. Wenn 2 sich 1 sind und dabei nicht 8 geben, wissen sie 5 Wochen später, dass sie in 9 Monaten 3 sind. So schreiben wir den Test. Nächstes Thema. Und neulich bei der Polizei kam der Mann rein und sagt, und doch, ich möchte gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben. Meine Frau ist gestern auf Shoppingtour und ist noch nicht zurück. Ich komme so von der Fahrt mit, das machen wir dann. Ich bräuchte dann eine Personenangabe. Zuerst, was hat Ihre Frau für eine Vorfahrt? Oh, der gesagt, das wechselt ja dauernd, das weiß ich nicht genau. Ich bin so dunkel, vielleicht auch blond. Oh, sagt der Polizist, ja gut, was hat sie dann an? Oh, die hat, glaube ich, ihr Kleid. Nee, Moment, nee. Vielleicht hat sie auch die Jeansbuchs und eine Pullover an. Oder? Genau weiß ich jetzt, habe ich nicht drauf geachtet. Wie groß ist denn ihre Frau? Ein Stück. Oh, ich weiß auch nicht so. Und wie sieht sie dann im Ganzen aus? Ist sie eher schlank oder korpulent? Ja, letztes Mal, also ich würde sagen, ja gut, vielleicht doch, ich weiß, aber sagen wir mal, ob sie mehr korpulent. Ja, da habe ich dann noch froh, sagt der Polizist, wie ist sie dann überhaupt in die Stadt gekommen? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem PKW? Sarah, ich ist mit meinem lauten Audi A8 275er Breitwert und Schwarzmetallic mit Klimaanlage. Yeah.
unser Junge, der war letztens in der Schule und da hat die Lehrerin gesagt, wer morgen weiß, wo die Babys herkommen, darf früher hingehen. Da hat unser Kleiner natürlich nichts anderes in Schulen, ist Hemd bei die Oma und hat gesagt, Oma, wo kommen die Babys her? Die Oma, die wusste sich dann an zur Hilfe und hat gesagt, die Babys, die kommen vom Appelbahn. Nächste Morgen, der Kleine hat anderes zu tun. Er wollte ja der Lehrerin sagen, die Babys herkommen. Er hat sie jetzt gewuscht. Und als Erinnerung hat er sich einen Apfel geholt und in den Fuchsensack gestochen. Ja. Und dann geht er in die Schule und die Lehrerin fragt, so, wer weiß denn jetzt, wo die Babys herkommen? Sagt der Kleine natürlich, fährt mit der Hand in den Buchsensack und sagt, soll ich da rausholen? Die Lehrerin wird knallrot und stammelt, nee, nee, du darfst sofort hemmen. Drei Verstörer klagen ihr Leid über die Fledermäuse. Fledermäuse ist überall. Der eine Pastor sagt, ich stunde immer wieder vor Jahren, sie kommen immer wieder. Der nächste Pastor sagt, ich habe da gar nicht gefunden. Also 20 Kilometer weiter gefahren, komme hin, die Mistviecher waren schon wieder dumm. Hat der dritte gelacht, sondern ich habe nur ganz einfach Ding. Ich habe sie alle gar gefunden, haben sie mitten in die Kirche gefahren, haben sie gedacht und gefunden und wollen sie nie mehr kommen. Thank you.